Betriebsbedingte Kündigung und Sozialplan, darum geht es im heutigen Video. Mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ein Zuschauer hatte mir die Frage gestellt: Herr Bredereck, sagen Sie doch mal etwas zum Thema betriebsbedingte Kündigung und Sozialplan. Das will ich gerne tun. Wahrscheinlich bezieht sich die Frage auf das Video, was wir zum Thema betriebsbedingte Kündigung gemacht hatten vor kurzem. Wie ist das jetzt im Zusammenhang mit dem Sozialplan einzuordnen? Grundsätzlich ist es so, der Sozialplan gibt Ihnen direkt Ansprüche, insbesondere auch auf eine Abfindung. Heißt das jetzt, man legt die Hände in den Schoß und macht nichts? Nein, das heißt es nicht. Warum nicht? Weil man in der Regel deutlich mehr als das, was im Sozialplan ohnehin vereinbart wurde, erzielen kann. Ja, man kann die Bedingungen verbessern, man kann die Sperrzeitrisiken minimieren, also die Risiken, dass Sie vielleicht irgendwelche Nachteile bei der Agentur für Arbeit haben. Ja? Das kann die Sperrzeit sein, 3 Monate kein Arbeitslosengeld. Das kann aber auch, wenn die Kündigungsfrist falsch berechnet ist, möglicherweise sogar eine Anrechnung der Abfindung aufs Arbeitslosengeld bedeuten. Das kann man alles ausschließen, Zeugnis, übrige Ansprüche, Urlaub, Prämien und so weiter. Deswegen lohnt sich schon allein immer die Klage, wenn man rechtsschutzversichert ist. Und natürlich, selbst wenn man nicht rechtsschutzversichert ist, muss man sich das überlegen. Denn häufig kriegen wir die Abfindung eben erhöht oder wir kriegen sogar den Job gerettet. Ja? Die meisten Prozesse ändern mit einem Abfindungsvergleich und entsprechend hoher Abfindung, aber die lässt sich sehr, sehr häufig noch aufstocken. Deswegen, ja, betriebsbedingte Kündigung und Sozialplan. Das Wichtigste ist eigentlich, wir gehen gar nicht anders vor, als wenn kein Sozialplan da ist. Wir würden immer Zurückweisung prüfen und Kündigungsschutzklage. Sie können in einem kostenlosen, unverbindlichen Telefonat das kurz mit mir besprechen. Den Sozialplan stellen Sie sich einfach vor wie eine, wie so ein bei den Trapezkünstlern im Zirkus wie so ein Sicherheitsnetz. Ja? Sie fallen immer da rein. Darunter können Sie nicht fallen. Das, was im Sozialplan drin steht, kriegen Sie immer. Aber ich empfehle eben, wie mein kleiner Sohn beim Essen sagt, mehr, Papa. Ja? Also immer versuchen, noch mehr rauszuholen. Immer kämpferisch die Sache beenden. Denn so wie man aus der alten Sache rausgeht, geht man in die neue Sache rein. Und es ist immer besser, nicht als geprügelter Hund vom Hof zu ziehen, denn dann wird man möglicherweise auch dort, wo man hingeht, als geprügelter Hund ankommen. Das war doch jetzt eine schöne Überleitung zum Schluss. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Ich freue mich auch immer über Daumen hoch und ärgere mich wahnsinnig über Daumen runter. Danke. Tschüss.